MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 37. Folge von The Match Weg zum Star und damit ja auch die vorletzte Folge, wenn man so will, denn ihr habt's mitbekommen im letzten Part. Ein 2:2 gab's am Ende, Ibra mit dem Pfostentreffer und dem Pfostentrefferschuss, was auch immer dabei ging, auf jeden Fall am Ende leider Gottes ins Tor und damit ja ist der Aufstieg erstmal vom Tisch. Wir können maximal noch den Abstieg, also den Nicht-Abstieg erreichen, den Abstieg verhindern, das muss das große Ziel sein. 4 Punkte fehlen uns noch, ich zeig's euch natürlich wieder schnell, wie es da in unserer, upsala, in unserer Online-Saison aussieht. Ihr habt das, 11 Punkte haben wir jetzt mittlerweile, 11 Punkte? Nee, 8 Punkte haben wir, ich dachte mir schon, 8 Punkte, 12 Punkte brauchen wir, das Ganze bei 3 Spielen. Das muss das Ziel sein. Gar keine Frage. In dem Sinn, wie gesagt, ich denke, heute wird es der vorletzte Part sein. Sollten wir zweimal unentschieden spielen. Jetzt sollten wir heute unentschieden spielen und das nächste Mal unentschieden spielen. Dann gibt es sogar noch ein Part. Aber sonst, glaube ich, gibt es im Normalfall 2. Also heute und noch einen. In dem Sinn würde ich auch sagen, quatsche ich gar nicht lange drum rum. Spieler dürfen wir leider keinen austauschen. Ich glaube, soweit sind die Spieler auch wieder fit. Das passt. Von dem her gehen wir es an. Such mal einen Gegner. Ich hoffe, wir finden diesmal ein bisschen schneller einen. Bin auch noch in derselben Session wie im letzten Part, von dem her ist jetzt auch so ein bisschen die Euphorie weg. Ich hätte mich so gefreut. Ich muss wieder die Latenz so mitnehmen, ich glaube, das liegt momentan einfach an meinem Internet. Ich hätte mich so gefreut, wenn wir einfach das letzte Spiel gewonnen hätten, wenn wir vielleicht noch den Aufstieg gepackt hätten in dieser Serie. So ist jetzt die Luft ein bisschen raus, aber sie darf nicht raus sein, denn wie gesagt, wir spielen jetzt hier zum einen gegen ein richtig krasses Team mit Robben, mit Reus, mit Müller, International Man of the Match, mit Luis Gustavo Info, mit Hummels, mit neuer International Man of the Match und ihr seht's, mit Ömer Toprak. Eine, den ich lange nicht mehr gesehen habe, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, wir müssen auch irgendwie versuchen, nicht abzusteigen. Das wäre nicht so schlecht. Auch wenn jetzt FIFA 15 kommt, ich will nicht ab in Liga 3 nicht komplett durchgereicht werden. Also, gehen wir's an. Ein Sieg muss her. Das ist das ganz, ganz große Ziel, aber so wird man nicht gewinnen. Das war gleich mal ein dicker, fetter Bock. Aufgepasst. Schweinsteiger, Luis, Gustavo, Marco, Reus, Gustavo, jawohl, Shaqiri auf Ziegler. Problem ist einfach an Ziegler, wie an vielen bei uns, dass wir einfach den Ticken zu langsam sind. Da kommen wir nicht wirklich klar mit. Vor allem auch, wenn du vorher ein bisschen mit dem Klose-Team gespielt hast oder allgemein mit so einem richtig starken und dann mit so einem. Das ist schwierig, da wieder umzustellen. Aber kriegen wir gebacken. Ich will jetzt da nicht jammern. Das wäre Jammern auf hohem Niveau. Ich denke, wir haben trotzdem hier ein richtig schönes Team beisammen, mit dem wir durchaus mehr schaffen können, als irgendwie nur nicht abzusteigen. Schöner Pass. Drimmitsch. Drimmitsch. Oh, na was? Abseits von Schweinsteiger. Mann, Robben, der anscheinend den Schritt rausgemacht hat, oder? Wir sehen's. Oh ja. Doch, dann etwas eine größere Distanz da. Also absolut die Abseitsposition richtig entschieden. Dachte, das war so knapp. Muss ein bisschen früher kommen, der Ball dann. Das nächste Mal. Alaba rübergelegt auf Ömer Toprak. Oben wieder Alaba, nochmal zurück auf Hummels, steigt erstmal drauf, Hummels. So, und jetzt macht er den Fehler. Drimmitsch fasst sich ein Herz, Drimmitsch nochmal, Drimmitsch kommt nicht ran. Schade, mit Drimmitsch müssen wir auf jeden Fall auch noch eine Bude machen. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal getroffen hat. Gefühlt eine Ewigkeit her und Reus, wenn er den gut mitnimmt, haben wir ein Problem. Haben wir nicht, weil Benaglio da ist und weil da noch jemand von hinten mittut. Ich glaube, Inler müsste gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall gutes Tackling-Ball. Erstmal im Aus gibt die Ecke. Benaglio ist da. Super. Robben, was macht er da? Ich weiß es nicht. Groß. Oh, schlecht gespielt. Beziehungsweise da oben auch nicht gut gelaufen von Lichtsteiner. Aber macht seinen Fehler nicht wieder gut. Reus. Jetzt mal lahm. Reus. Affolter. Jetzt war's gut. So, Shaqiri. Sieht Toni Groß. Toni Groß auf Ziegler. Ziegler gewinnt das Kopfballduell. Groß sieht oben Lichtsteiner. Lichtsteiner nach vorne auf Drimmitsch. Komm jetzt. Ja, ja. Ziegler, Ziegler, Ziegler. Der wäre rein. Der wäre mal wieder rein. Gibt's denn das? Robben. Und dann bricht er da durch, oder? Nee. Erstmal nicht zumindest. Gute Grätsche. Ganz, ganz stark. Ganz oben Ziegler. Kriegt er den gebacken? Nee. Fehlt ihm die Kraft. Beziehungsweise auch der Schwung, den da rüber zu kriegen. Da unten ist wieder Philipp Lahm gegen Rodriguez. Lahm setzt sich durch. Sieht Schweinsteiger. In die Mitte gespielt. Schlechter Pass. Groß. Jawohl, gutes Ding. Lichtsteiner. Lichtsteiner! Was ein Ding! Wunderbar! 19. Minute. 1:0. Stefan Lichtsteiner, ich glaube, war sein erstes Tor. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt so spontan sagen, das erste Tor von ihm hier bei uns im Team. Hat er auf jeden Fall richtig stark gemacht. Wobei, ich glaube, der hat schon mal getroffen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Naja, auf jeden Fall ein wichtiger Treffer von Lichtsteiner, der uns so
ganz, ganz stark weiterhelfen kann. Wohlgemerkt kann, wir haben noch ein bisschen zu spielen. Na, und wir brauchen unbedingt den Dreier. Unentschieden ist eigentlich wurscht, ob unentschieden oder Niederlage dann. Also da werde ich dann auf volle Offensive schalten. So viel steht schon mal fest. So, da hatte ich gleich mal fast einen Fehler. Kein Abseits. Shaqiri, wunderbar. 2:0. 22. Minute. Jetzt läuft's. Lichtsteiner zum einen, Shaqiri zum anderen. Shaqiri ja schon im letzten Part mit einem Doppelpack. Sprich, der Mann ist richtig gut drauf. Der Mann kann richtig was. Und das ist doch jetzt meine etwas komfortablere Führung gegen Robben und Co. So ein 2:0. Das sollten wir jetzt halt erstmal ein bisschen länger behalten und nicht gleich wieder einen Gegentreffer kriegen. Shaqiri sieht Drimic laufen. Drimic ist mal wieder zu langsam. Aber vielleicht kriegen wir ihn noch. Toprak. Oh, Grieche geht leider ins Leere. Luis Gustavo. Durchgesteckt. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber Lahm, super. 26. Die Lücke ein bisschen groß da hinten. Aber der kleine Fipsi ist dazwischen. Gibt den Eckball. Da unten steht Marco Reus, der den Ball reinbringen wird. Oh, der wird gefährlich. Benaglio. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Gut geklärt. Drimic. Ja, war nicht so schlecht gedacht, aber braucht ein bisschen zu lange und ist wieder zu behäbig. Das ist ein großes, großes Manko. Inla. Oh, was macht's? Oh, Folter da. Rodriguez. Ich probier's mal mit dem langen. Hauptsache, das Ding ist erstmal weg. Auch wenn's postwendend wiederkommt. Vielleicht jetzt die Chance, die sich daraus ergibt. Shaqiri. Ja. Oh, Groß wird doch da ein bisschen gefault, oder? Ich wollte es gerade sagen. Kann man mal den Freistoß geben. Drimic. Groß in die Mitte. Auf Shaqiri! Und Drimic! Och, da fällt er. Da fällt er einfach hin. Weil der gute, wer war's? Ich glaube Toprak. Nee, wer war's denn? Ich weiß es nicht. Dazwischen war. So, gut geklärt. Einigermaßen. Auch wenn ein bisschen unorthodox. Gut gegen Robben von Philipp Lahm. Rodriguez. Rübergelegt. Groß. Jawohl. Lichtsteiner. Das hat er geahnt mit Alaba. War ein bisschen zu offensichtlich. Robben. Wichtige Grätsche. Robben trotzdem in Ballbesitz. Und jetzt fällt's. Wieder nicht. Also Benaglio macht das super da hinten. Unsere Defensive nicht immer überzeugend, aber irgendwie können wir im letzten Moment doch noch klären. Sind wir doch noch dazwischen. Das ist ganz, ganz stark. Mit dem Fuß kriegt er den noch raus. Überragend, Freunde. Dann nach 36 Minuten. Also wenige Minütchen doch zu spielen. Dann gehen wir hier erstmal in die Pause. Benaglio zögert das sehr lang, obwohl ich einfach auf Y drauf geblieben bin. Ne? Hab da nichts geändert. Braucht sehr lange, bis er reagiert. Rodriguez. Ziegler. Rübergelegt. Groß. Ziegler und Drimic. Das gibt's nicht. Dieser Drimic kriegt den Ball nicht mehr rein. Es gibt auch noch einen Abstoß. Wie kann man denn den nicht machen? War ich noch auf der Lupfertaste? Ich habe ehrlich gesagt schon gar nicht mehr hingeguckt. Aber den muss er doch machen. Alleine vom leeren Tor. Der muss ja fast gelupft sein. So kannst du den ja nicht ohne Fremdeinwirkung drüber kriegen, oder? Muss ich mir nochmal angucken dann. Wenn ich werde hier aufgenommen habe. Unglaublich. So, Drimic. Schönes Ding. Groß. Noch besser. Shaqiri. Auch fast überragend. Mann. Das dritte wäre es jetzt natürlich noch in Durchgang 1. Dann wäre hier endgültig Schluss. Gut gemacht, Avolta. Och Gott, der haut da wieder auf die Kulle drauf, dass nicht mehr feierlich ist. Neuer hat ihn erstmal. Und Ziegler will ihn sich holen. Kommt fast hin, Luis Gustavo. 2 Minuten Nachspielzeit. Dann ist es hier erstmals vorbei. Robben gegen Rodriguez. Gibt, glaube ich, die Ecke. Und jetzt wäre es halt bitter, wenn wir doch noch die Bude kriegen. Dann wäre es richtig bitter. Vorne hatten wir die Chance. Wir denken dran, das war doch eine richtig gute. Scheint hier eine Kurzecke zu machen oder auch nicht. Aufpassen. Benaglio klärt erstmal. Geht allerdings nochmal die Ecke nach dem Kopfball da von Mats Hummels. Eieiei. Bitte nicht. Wieder Marco Reus. Hummels gegen Hummels. Und dann haben wir so ein klein wenig Glück, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Meine Fresse, was war da denn los? Unfassbar, dass wir den nicht reingekickt haben, dass wir den vor allem auch nicht selbst irgendwie uns reingeboxt haben. Shaqiri, glaube ich, war es auf der Linie oder Lahm. Heieiei, also mit ganz viel Glück, mit einer weißen Weste hier in die Halbzeit,
Richtig gute Möglichkeit nochmal in der 45. Aber ihr seht insgesamt vielleicht einen Ticken zu hoch. Aber wenn jemand führt, dann zumindest eher wir, ne? Wobei das relativ ausgeglichen ist, wir mit ein paar mehr Schüssen aufs Tor. Trotzdem bin ich froh, dass wir führen. Und ich denke ja auch, Halbzeit rum, so rum. Eine Halbzeit noch zu spielen. Jetzt hier und heute. Mann, wenn es denn noch um den Aufstieg gehen würde. Aber es geht nur um den Nicht-Abstieg. Es ist traurig. Traurig, aber wahr. So, aber dann versuchen wir doch zumindest da das Beste draus zu machen. Zum Beispiel mit so einem Pass auf Xherdan Shaqiri. Shaqiri am ersten vorbei an Alaba leider nicht. Nochmal Shaqiri, komm nicht ran, Alaba. Komm Shaqiri, schiebe an mit. Alaba, weiß nicht so richtig wohin damit. Zurück auf Hummels. Hummels, jetzt kann er sich da erstmal befreien. Luis, Gustavo, Reus, gut aufgepasst. Und geht da, komm mit Chicken. Kein Abseits von Lichtsteiner. Braucht wieder zu lang. Es ist das leidige Thema bei Drimmitsch. Weg zum Star. Unsere Jungs, die brauchen zu lang, bis die mal zum Abschluss kommen. Robben nach vorne gelegt auf Ilkay Gündogan, 51. Minute. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's mir gedacht, Freunde. Gott sei Dank. Auf Volta. Erstmal dazwischen Gündogan. Ja, mit Fair Play spielt ihn ins Aus. Sind wir auch zufrieden? So, jetzt vielleicht Ziegler. Shaqiri, Drimmitsch, wunderbar gespielt. Inla. Steigt lieber nochmal drauf. Inla. Oh, das wäre es jetzt gewesen, Freunde, oder? Den, wenn ich mache. Wäre eines der schönsten Tore. Ihr wisst, ich bin eigentlich kein Skiller. Das heißt eigentlich, ich bin keiner. Trotzdem wäre der Hammer. Schade. So, zurückgelegt zum Keeper. Neuer oder wer auch immer mit einer relativ unsicheren Leistung da. Schweinsteiger. Oh, shit, da waren wir ganz, ganz schlecht. Lahm gegen Müller, den kennt er. Und Benaglio holt ihn wieder raus. Es ist unfassbar, aber wir kriegen heute irgendwie da hinten keine Bude rein. 5:0 Ecken für unseren Gegner, 2:0 der Spielstand für uns. Aber aufpassen, ist jetzt wieder eine gefährliche Zeit. Ramos, nee, wer war's? Ich weiß es nicht. Mit dem Kopfball da hinten. Gibt nochmal die Ecke, Hummels war dazwischen. Reus steht wieder bereit. Nächstes gefährliches Ding, aufpassen. Aufpassen! Und es gibt nicht den Elfmeter. Boah, da haben wir Glück. Da haben wir riesig Glück. Drimmitsch, kriegt er den noch irgendwie lahm? Nein, kriegt er nicht. Heieiei, da hätte man durchaus Elfmeter pfeifen können, meiner Meinung nach. Hat er zum Glück nicht getan, der Schiri. Gut gespielt jetzt. Schön. Schön rübergelegt auf Drimmitsch. Jetzt hat er die Chance, aber er legt ihn rüber und dann ist es groß. Der Ball, er will auch vorne nicht rein. Es ist wie verhext. Relativ viele Chancen in dem Spiel. Aber wir sehen erstmal wieder keine Tore. Avolta. Eine der kleinsten da hinten. Da hinten nicht, da vorne. Im 16er. Keeper holt ihn raus. Nächste Ecke. Hummels steht doch da relativ gut. Wieder ist es Hummels. Neuer. Und wieder geklärt. Gibt's denn das? Shaqiri. Rübergelegt. Ziegler. Nochmal runter auf Toni Kroos aus dem Stand. Einen Schritt hätte man noch gehen müssen. Dann wäre es hier um einiges gefährlicher geworden. Hummels. Wunderbar mitgespielt. Wichtig. Ziegler. Dauert mal wieder zu lang. Ihr wisst Bescheid. Und wer spielt denn da nicht mit? Lahm macht da. Oh, hebt das Abseits auf, aber hat zumindest die Kulle. Dann ist es wieder in Ordnung. Reus durchgechippt. Jetzt ist er drin. 68. Minute. Arjen Robben, man muss sagen, der verdiente Anschlusstreffer. Keine Frage, wenn man die Chancen insgesamt sieht im Spiel. Dann hat er schon krass viele. Dann hat er richtig viele, von dem her müssen wir das so hinnehmen. Noch führen wir ja, noch ist alles in Ordnung. Nur wir dürfen kein Gegentor jetzt mehr bekommen. Das wäre ganz, ganz wichtig. So, Shaqiri. Da ist Ziegler. Nochmal zurückgelegt. Rodriguez, oh, der war gefährlich. Haben wir aber noch unter Kontrolle. Ziegler, Mann, spiel ihn gleich. Macht er noch zwei Schritte. Seitdem ich gedrückt habe. Unglaublich. Avolta auf, ja, auf Rodriguez. Komm. Das könnte gut werden. Rodriguez läuft. Der ist doch relativ schnell. Rodriguez. 3:1 von ganz hinten nach ganz vorne. Ricardo Rodriguez, 73. Minute, der alte Vorsprung. Er ist wieder hergespielt, gestellt, wunderbar gespielt, so rum. Nicht hier alles noch verwechseln. Wunderbar, zum dritten Treffer. Meine Fresse, Schweinsteiger. Bleib da jetzt bitte dran. Nichts mehr anbrennen lassen jetzt. Bitte nicht. Jawohl, Shaqiri. Gustavo holt ihn sich zurück. Bastian Schweinsteiger.
Müller. Müller, wieder gut von Rodriguez. Der trumpft da jetzt richtig auf. Rodriguez. Oh, da schießt er so ein bisschen Inler an. Damit nochmal die Chance. Gündogan. Gut aufgepasst wieder. Inler. Der Ball war gut gespielt, aber zu steil. Da kommen wir nicht ran. Lichtsteiner hat den noch. Lichtsteiner. Lichtsteiner. Drimmitsch. Da lässt er den Ball komplett weit wegspringen. Und der Ball von Neuer rollt ins Aus nicht. Schweinsteiger. Grätsche geht ins Leere. Die zweite geht auf den Mann. Reus. 78. Minute. Marco Reus immer noch. Keine Abseits. Hummels kommt nicht hinterher. Schweinsteiger. Abgelegt. Müller. Nochmal abgelegt. Gündogan nochmal abgelegt. Lahm. Und jetzt haben wir'n. Und jetzt kann es doch hier mal schnell gehen. Oder? Nein, kann es nicht. Aber solange wir hinten dicht bleiben, ist alles in Ordnung. Ein Gegentor mehr will ich hier nicht mehr sehen. Reus. Aufgepasst. Immer noch Marco Reus. Shaqiri Kroos. Ball kommt nicht durch. Auch kein Foul da. Robben. Jetzt haben wir ihn. So. Ach, was machen die denn? Nicht nach hinten prallen lassen. So, schön gespielt. Drimmitsch. Was nimmt den Drimmitsch? Ich weiß es nicht. Aber er macht's gut. Er macht's richtig stark. Rasim Drimmitsch. Aber es gibt nochmal die Ecke. Ich probiere nochmal was. Lahm. In Lahm. Oh! Alter, hat der einen Fund. Leck mich fett. Richtig strammer Strahl da. Wunderbar. Lahm, nächste Ecke. Komm, jetzt Hummels, mach ihn. Hummels, macht ihn nicht. Gustavo, sie können erstmal klären. Dann haben wir ihn doch wieder. Shaqiri. Kann sich nicht durchsetzen. Drimmitsch! Zack, abseits. Oh, macht der das aber trotzdem stark, hä? Freunde, richtig gut von Drimmitsch, aber wie gesagt, abgepfiffen. Gibt da den Freistoß. 3 Minuten noch. Dann ist es hier vorbei. Dann haben wir endlich mal wieder einen Sieg. Ist das nicht schön, Freunde? Es ist ja ein Traum. Müller. Schweinsteiger. Außer es passiert hier noch ganz Dramatisches. Lahm. Shaqiri probiert es mit dem langen Ball, der aber nicht ankommt. 2 Minuten Nachspielzeit. Nochmal in die Mitte gelegt, da ist wieder Philipp Lahm. Robben im Doppelpass, oder? Gustavo. Müller. Reus, Lahm, komm. Jawohl, gut von Philipp Lahm. Und Shaqiri. Shaqiri. Oh, das war komplett schlecht. Aber, boah, da hätte es doch noch die Chance gegeben. Aber am Ende gibt es einen 3:1-Sieg. Gott sei Dank für uns. Meine Fresse. Tore. Shaqiri, Rodriguez und Lichtsteiner damit der Jackpot bei 80.500 Münzen. Drimmitsch weiterhin bei seinen 30 Toren und ein Spieler, den wir uns noch hinzufügen dürfen für das, glaube ich, letzte Spiel. Wir gucken jetzt mal rein. Also natürlich, wenn wir das nächste verlieren, dann ist es nicht das letzte, ne? Aber im nächsten Part ein Unentschieden oder ein Sieg und das ist das Ende dieser Serie im dann mittlerweile, ich glaube, 38. Part, wenn mich nicht alles täuscht. Also in dem Sinn könnt ihr euch nochmal drauf freuen auf die nächste Folge. Da werden wir nochmal alles geben mit einem Neuzugang. Wie gesagt, 80.500 Münzen haben wir im Jackpot. 30 Drimmitsch-Tore und ein Spieler, den wir kaufen dürfen. In dem Sinn würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch bezüglich FIFA 15, bleibt am besten dran. Lasst ein Abo da, verpasst nichts. In dem Sinn, macht's gut, genießt den Tag. Ich bin raus, bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.